Jo Freunde, was geht? Hier ist Relic und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, heute mal wieder eine neue Perspektive, eine neue Sicht. Ich muss halt immer viel ausprobieren, gucke auch nebenbei ein bisschen was anderes. Und ja Freunde, wie ihr wisst, waren wir bei Sivert stehen geblieben, den haben wir ja jetzt eliminiert. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit ein paar Nebenmissionen vielleicht mal oder ein paar anderen Truhen, die vielleicht noch stehen geblieben sind. Und ja, mal schauen, was uns dann so erwartet. Mal kurz leise stellen, bevor ich das doppelte Ton habe. Kann es auch gleich schon mal losgehen, ne? Die nächsten Tage wird es auch auf jeden Fall andere Story Games geben. Ich kann nur schon mal sagen, das wird auf jeden Fall Sport. Hat auf jeden Fall was mit Sport wieder zu tun. So, mal schauen, wo wir jetzt weitermachen können. Hier schon mal direkt die Schauen wir mal was. Warum? Was wir so haben. Ja, das mit den roten Thronen schaue ich mal. Ich muss mal ein paar Dietriche holen. Was das auch immer ist, weiß ich auch nicht. Also, das nennt sich ja Dietrich. Also ein Extraschlüssel. Damit man das ja knacken kann. Ja. Wird jetzt bestimmt hier etwas länger dauern, bis ich hier ankomme. Ich würde sagen, wir machen direkt mal eine Nebenmission hier. Gerade da. Der Kult des Baphomet. Ja, da ist noch der Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Wir glöcken auf Notre Dame oder was? Oh ne, wir müssen wieder in die Kirche rein. Danke. Machen wir gleich einen Adler auf. Hier hoch! Warum ist das jetzt da ein offenes Fenster oder so? Wow, kann ich hin. Hey, hör mir zu. Ich sagte, ich will alles Geld, was du hast. Was macht er da? Oh, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Du willst also Ärger? Nun, den kannst du haben. Ich könnte dir ein Auge aufstechen. Soll ich das mal tun? Soll ich? Ich versuche mal mit dem Eingang. Wie geil ist das denn? Sogar eine Truhe, wie geil. So, Aufgabe abgeschlossen, die Kelche abgenommen. Lass mal mich hier umschauen. Kein Spiel, keine Wache da. Das haben wir ja nicht eliminiert, ne? Ja.
Andere hätten es mit Schleichen ausprobiert, aber ich mach's jetzt einfach so mit Gewalt. Dauert mir sonst zu lang. Ein Kelch haben wir schon. So. Blender machen. Mal die Soldaten. Übrigens eine schöne Kirche, aber ich keine Dingsweg. Die sind schon weg. Was ist das denn? Weiß einer, wie ich da unten hinkomme, ne? Also. Da geht's nicht. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet: Der Vater des Verstehens. Ja, wo bleibt die Belohnung? Ja, hier hin, ne? Da ist ein Scanner da unten, zu dem Gullideckel. Ich hab mich den ganzen Tag! Ich lass mich nicht von euch rumschubsen! Was hast du ein Problem? Ein J'ai déjà eu mon content d'ennui. Le ciel n'oubliera pas ce geste. Ah! Merci infiniment. Retenez votre bras, parti. Gerade würde ich auf jeden Fall mit anderer Kleidung rumlaufen. Das ist auch lange Zeit. Dann bereitet euch vor. Nee, keine Lust. Suchen oder hier rein? Egal.
So, ich sollte da gar nicht rein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir die Spieler gefunden haben. Paris 1792. Die Stadt hungert. Brot, bitte. Zurück. Zurück! Lebensmittel waren auf dem Weg nach Paris und verschwanden, bevor sie den Markt erreichten. Los jetzt! Templer. Glücklicherweise entschied sich jemand, der Lieferung zu folgen. Ich bin daran. Das ist meins. Théoroine de Méricourt nahm die Angelegenheit selbst in die Hand. Zeigt dem König, dass auch unsere Familien essen müssen. Die Demonstration begann friedlich, doch als die Menschen verzweifelten, brach Gewalt aus. Töten wir die Bastarde! Paris ging auf sich selbst los. Es gab Aufstände. Man warf Händler vor, Nahrung zu hauen. Sie brauchten nur etwas Führung. Aufstände, wütende Einwohner und eine instabile Stadt. Genau das, was die Templer wollten. Findet Méricourt und sichert die Nahrungsversorgung. Méricourt schickte den Assassinen eine Nachricht, aber sie folgte den Templern allein. Ich glaube, ich tue erstmal vorher alle, die auf dem Dach kommen. Dann muss ich. Das ist viel zu schön. Erstmal alle auf dem, die auf dem Dach sind. Wo ist der? Ja. Die haben mich die ganze Zeit abgepackt. Aber die anderen. Dieser Wichserfreund. Hier läuft tatsächlich eine Frau. Sie darf hier trotzdem nicht sein. Patriotische Pflicht! Ich sehe dich!
Da war doch einer, genau da. So auf die Pelle gegangen. Ich wusste gar nicht. Idiot! Still! Warte! Du entkommst nicht, du Feigling! Hab dich! Eine Spur von Merikur. Sie kann nicht weit sein. Keiner ist jetzt auf dem Dach, der mich jetzt nerven kann. Ja, den ging mir so auf den Sack, Alter. Das war echt nicht normal. War doch ein Balkon. Oh.
bedeutet Ärger. Los! Das war's. Ich hab Mirikos Standort. Ich komme jetzt daheim raus. Ich hab keine Lust, wieder alles von vorn zu machen. Scheiße, was mach ich? Ach du Scheiße. Schwimmt der da drin? Verdammter Narr! Du kannst es nicht einfach... Das Schwert werde ich definitiv auch noch wechseln. Aber alles mit der Zeit. Bevor ich bis hier gekommen bin. Hätte nicht gedacht, dass die Assassinen so schnell. Ja.
Nun, ich hatte leider Pech. Die Bastarde entdeckten mich, als ich verschwinden wollte. Jetzt werden sie wachsamer sein. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Ich folge der Bande schon über einen Monat. Sie haben überall im Lande Karren gestohlen. In der Stadt heißt es, die Bauern würden Essen horten und Preise absprechen. Doch das stimmt nicht. Die Nationalversammlung hat mir nicht geglaubt, dass etwas anderes dahinter steckt. Sie dachten, eine Preisbindung würde das Problem lösen. Doch ich kenne den Namen der Frau, die hinter all dem steckt. Madame Flavigny. Angeblich eine Schneiderin mit einem Laden in Leal. Aber sie ist keine Schneiderin. Ich bin froh, dass sich endlich jemand bereit erklärt, mir zu helfen. Ich kann nicht alle ihre Leute alleine ausschalten. Endlich, ey. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch mehr deutscher Söldner. Komm, laber nicht so viel, geh einfach runter. Bleibst du? Komm. Komm endlich. Für den Anfang könnt ihr mir mit den Wachen dort helfen. Schaltet sie leise aus. Wir müssen nicht unbedingt noch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Alles klar. Zeit zu schleichen, Assassinen. Schaltet die Wachen so leise wie möglich aus. Ich hatte tatsächlich gehofft, wir blieben unbemerkt. Moment. Hatte ich nicht etwas von Leistung gesagt? Wer ist hier?
mir fern. Ich kann nicht mehr. Schlag dich in Stücke. Glück. Muss ich. Merikur wird die Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Oh, ich glaube, die haben es geschafft. Leute, die haben es geschafft. Boah, weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Ui, ja, ich werde ja schon annehmen. Boah, endlich. Endlich, ja. Endlich haben wir es geschafft. Boah. War das eine Arbeit, ey. Wirklich.
Freunde, das war echt eine Arbeit. Ich würde sagen, wir machen Schluss jetzt an dieser Stelle. Ich weiß, es ist schon dunkel. Mach mal einen Bildschirm hier an. Moment. So, jetzt seht ihr mich besser. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben. Das Video ist jetzt über eine Stunde lang. Cutten und so wird das wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer sein. Aber ihr wisst gar nicht, wie lange ich an dieser scheiß Mission drangehangen habe. Deswegen, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Nein, ciao. Nachher.